Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir waren ja hier stehen geblieben, als wir hier gerade dabei waren, ein paar Typis umzunieten noch. Acht brauchen wir noch und Waffen brauchen wir auch noch. Egal, mit Konkret an meiner Seite wird das alles gut gehen. Werden wir schon schaukeln, das Ding, und natürlich. Wir müssen mal wieder die ganzen Typen hier aufsuchen. Ja, Alter, wie viele haben wir denn hier an der Wacke? Nervt mich! Komm, sterben! Ich habe kein Ziel! Geht doch! So, jetzt müssen ja eigentlich die ganzen Waffen hier gerespawnt sein, dann werden wir die mal alle absacken. Ach ja. Konkret? Ist dir das etwa gefallen? Oh ne, ich muss nochmal gucken. Aber Konkret, der hält schon mal aus, der Gute. Der kommt ja nicht von ungefähr. So. Hier noch ein Wäffchen. Brauchen wir nur noch. Lediglich. Was war? Hier ist auch noch eine. Oh, gar nicht mehr so viele. Zwei nur noch. Was bist du für einer? Kriegspferd. Und noch ein paar umringen und dann müssen wir. Muss eigentlich nur Leichen anziehen? Ja, klar. Warum mach ich das? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zünd doch mal ein paar Leichen. Nicht Leichen anzünden, sondern zerfressen lassen. So war das. So, hier gibt es noch ein Wäffchen. Ja, da ein bisschen. Ich wollte ja mal die Fähigkeit hier generell ein bisschen mehr benutzen. Oh, bin dann gut hier. Ich glaube, ich habe hier gerade ein Ziel. Alter, wie viel kommen denn da noch? Naja, wo fahren wir dann soweit alles fertig. So. Wo ist? Wo ist? Gute. Ach, Rüstungen sind extra. Na, so eine Scheiße. Das heißt, wir müssen Rüstungen und Waffen finden. Ich bin davon ausgegangen, dass wir nur Waffen finden müssen. Da hinten ist noch eine Rüstung. Wow, das war ein ganz schönes Gemetzel. Egal. Liebe es. Oh, wer denn jetzt schon wieder? Sag mal, 10.000 Meter entfernt von ihr. Ihr spürt mich, oder was? So, heben wir mal ab. Gucken wir uns das Ganze doch mal von oben an. Da gibt es nämlich nur noch Rüstung. Und überall stehen so eine Arschkrampen. Und da ist auch noch Waffe. Richtig gelandet. Alles richtig gelandet. Wie sieht es eigentlich in meinen Taschen aus? Ah gut, ich habe ja erst Platz gemacht. Kürzlich. Gimme, gimme, gimme. Rüstung 5. Waffen haben wir komplett. Wir brauchen lediglich nur noch 3 Rüstungen. Die werden sich ja hier noch irgendwo finden lassen, hoffe ich. Habt ihr mal eine Rüstung für mich? Dann singe ich auch ein Lied für dich. Auf dem Dach vielleicht? Nee, 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 nee. Wir brauchen Rüstung. Rüstung brauchen wir. Können die immer schneller respawnen? Das wäre viel schöner. Ah, wahrscheinlich drin gibt es bestimmt noch einiges. Hm. Wollen wir einfach mal den Laden stürmen. Komm, komm, Krit. Hi, bewachst du die Rüstung? Trottel!
Vielen Dank für die Rüstung. Jawohl. Lediglich nur noch zwei. Den Rüstung hier im Essenssaal hinstellen. Ne, da ist eine Waffe. Noch ein Waffenständer. Da ist ein Rüstungsständer. Ich gedacht, dass ich hier tatsächlich noch in die Hütte rein muss, aber bleib nicht aus, bleib nicht aus. Die sind tot. Herzlichen Glückwunsch. So, eine Rüstung noch. Und dann haben wir das Ganze hinter uns. Und da ist er. Und da steht noch so eine Troller rum. Die möchte ich auch nochmal gerne wissen. Aber komm, ich mach das hier Pampelmuse. So. Thanks. Und Abmarsch. Alles erledigt, alles toll. Cool. Gehen wir mal direkt rüber zum Strand, dann machen wir das dann auch noch gleich. Der Strand, wo damals Arthas in Nordend angekommen ist. Da sind noch die Allianzschiffe. Ein ereignisreicher Platz. Total geil. Oh, da fliegen Geister. Ah ja, wir brauchen ja Essenzen von denen. Ektoplasmische Überreste. Zähne. Und da war noch was im Wasser. Ah ja, die Schiffe. Stimmt, wir müssen noch tauchen. Aber konkretes Ruhe, der steht oben, der kann gar nicht tauchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Blub. Naja, komm. Gehen wir direkt ins Wasser. Bringt der nichts. Außerdem chillen auch Geister. Also hier. Unterwasseratmung. Das ist ja schön an Hexenmeister. Damit kann man sich auch so einiges Auftauchen mal ersparen. Ruhelose Allianzgeister. Soldaten aus Lordaeron. Zweimal Ektoplasma, please. Ein Schätzchen, weil man gibt es die auch an Land, dann brauche ich auch nicht schwimmen. Na! Und ich tauche. Naja, komm erstmal an Land. Und warte, wenn er mich umbringt. Ja, der ist mal ein bisschen übereifrig, der Konkret. Müssen wir aufpassen. Der haut immer gleich alles tot. Was mich anguckt. Und ich möchte dich noch. Die geben nicht alle Ektoplasma, das ist schon mal doof. Jetzt habe ich nämlich schon ein paar Mal nichts bekommen hier. Finde ich nie gut. Finde ich echt nie gut. Hier gibt es, glaube ich, hier gibt es auch irgendwo noch so ein Quest-Punkt, wo man eben halt diese Geschichte nochmal miterleben kann. Der Arthas, ich weiß allerdings nicht, ob der auch für die Horde gilt. Bin ich mir jetzt nicht sicher, möchte jetzt keine falschen Versprechungen machen. Vielleicht kommen wir noch dazu, dass wir das machen. Aber ich meine, ich habe das im Ali-Let's Play auch gemacht, also da könnt ihr euch das auf jeden Fall reinziehen, wenn ihr daran Interesse habt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ich hoffe nur, dass es bald weitergeht mit der Pforte des Zorns. Das wäre schön. Komm, ich hole mal den Zwergenjäger da oben runter. Feuerball, Junge! Um! Ah! Geht mal wieder voran mit Ektoplasma. Schaderben! Na toll, nichts hinterlassen. Geiziger Typ. Wir gehen mal Zwerge töten. Zwerge sind doof. Eigentlich ist das lustig. Bling. Dieser Zauber ist
noch nicht bereit. So, das Zwergchen nur noch. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Gib mir ein Ziel. Schreib auf eine Karte Ziel. Das lädt immer noch auf. So. Next, please. Da, der ist schön. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich will die Fackeln. Ich habe kein Ziel. Gib mich Ektoplasma. Ja, ein noch. Ein. Oh, ich will so einen Greif runterholen. Ich hab den Greif geholt. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube. Geiziger Typ. Guck mal, der steht da so einsam auf dem Felsen. Feuerball! Bam! Ich brauche ein Ziel. So, der ist auch hin. Und das letzte Ektoplasma. Wir haben hier alles getan. Jetzt können wir es auch fleißig abgeben. Die Base der Horde ist gar nicht mal so weit von diesem Strand entfernt, sehe ich gerade. Die ist schon da oben. Coole Sache. Was ist hier los? Ist das jetzt das, was ich denke? Wer bist du denn? Ich bin ganz Ohr. Feldmesser Hansen. Es ist Zeit, dass Galgrim expandiert. Okay. Wir werden uns um den scharlachroten Ansturm schon rechtzeitig kümmern, doch zuerst möchte ich, dass ihr dafür sorgt, dass unsere Anstrengungen am vergessenen Strand zum Ziel führen. Die Grundstücke dort versprechen einiges und habt ihr schon die Aussicht gesehen? Unglücklicherweise ist der Ort nur so von Menschengeistern gestrandeter Mannschaften und dergleichen verpestet. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass sie tot sind. Säubert den Strand und die Gewässer vor der Küste und wir beide können vielleicht darüber reden, dort unten schon bald ein gemütliches neues Mausoleum zu bauen. Lebt wohl. Oh, was? Warum habe ich die Quest nicht vorher bekommen? Egal. Jetzt machen wir nochmal 20 Geister platt. Das geht ja relativ fix. Guck, da kommt schon eine zweite freiwillige andere. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Kann ich das nicht merken? So, 20 Geister, null Probleme. Das geht immer noch aus. Das hätte der Sack nicht mal früher sagen können, oder? Der steht aber auch echt beschissen. Das ist in der Reihenfolge, wie ich es gemacht habe, man ihn hätte nicht sehen können. Aber okay. Aber vielleicht gibt es ja dann noch einen interessanten Bossgegner, oder? Ne? Thanks. Ich muss sagen, ich fühle mich mit den Hexer relativ unbesiegbar. Kann ich noch nicht wirken. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Also es ist wirklich somit einer der angenehmsten Charaktere, die ich bisher gespielt habe. Ich habe ja schon mal einen Hexer aufgespielt auf Level 90. Ja, 90. Und ich muss auch sagen, also der Weg war recht angenehm. Damals hatte man zwar noch nicht so die Fähigkeiten, wie man sie jetzt hat. Da war noch ich habe kein Ziel. Demo relativ. Aber hat trotzdem Laune gemacht. 20 Geister, 7 haben wir schon. Das geht auch flott. Auf jeden Fall war die Folge sehr. Reich an Toten. Kann man mal so festhalten, oder? So muss das sein. Ganz wortwörtlich. Oh Mann, ey. Ich bin schrott. So, das war der 10. Hälfte haben wir. Läuft. So, und du?
Also wir machen jetzt hier gerade für so einen Immobilienmakler den letzten Strand klar, damit er hier eine neue Gruft bauen kann, wunderschöne Hotels. So kalt ist ja Gott sei Dank ordentlich, ne? Lässt sich hier gut aushalten. Ah, ich sehe, dass in so einer Minute jedes Störtchen schon steht. Der doch was. Mit ganz viel Friedhof. Ganz viel Friedhof. Den haben wir ja eigentlich schon, den Friedhof hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann einfach Vergnügungspark oder was passiert. Norden Vergnügungspark, das wäre doch mal was. Nordland. Da kommt der Lischkönig vorbei. Als Attraktion. Und schnetzelt einfach mal alles nieder. Was ich am Nordland einfach immer nur so, was ich ja so toll finde, ist ja diese dauerhafte Präsenz. Man hat ja das Gefühl, also man hat ja dieses dauerhafte Gefühl, so mit der Geißel halt auch zu tun zu haben und sonst die Zeit das Gefühl, dass Arthas einem hier so auf die Finger guckt. Das ist echt das Tollste am Nordland. Das hatte man bei Burning Crusade irgendwie nicht so. Also hat man, naja, irgendwie haben wir die Chefs relativ gefühlt. Ein bisschen rein beim Questen. Hier ist es ja wirklich so, dass gerade in Eiskrone später, dass da mal bei einer Quest ab und zu mal Arthas auftaucht. Und sagt, was wir für Treffen jetzt sind. Und das war in anderen Erweiterungen auch nicht so. Aber ich fand das zum Beispiel bei Cutter ganz geil, dass sie dann deswegen fliegen lassen haben, dass man, ja, einfach mal von denen niedergebrutzelt wurde. Öfters damals passiert, so schön beim Questen gewesen, habe ich gar nicht mitbekommen, dass der kam und war nur eine Feuerwalze zu sehen und ich war tot. Aber auch da hat man eben halt die Präsenz von Deathwing dauerhaft gehabt, das fand ich auch sehr gut gemacht. Wie gesagt, das hat mir bei Burning Crusade eigentlich so am meisten gefehlt. Was benötigt ihr? Habt ihr es jetzt vor Augen, Hexenmeisterin? Es wird der Urlaubsort.